Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Heute geht's mal um unser Bier. Ich habe in einer Logistikhalle gearbeitet für eine große deutsche Brauereigruppe. So, diese Brauereigruppe hat davon Kenntnis bekommen, dass wir von unserer Zeitarbeitsfirma auf Bierkisten gestellt wurden. Und diese Brauereigruppe hat jetzt auch geantwortet. So, es ging halt darum, wir mussten auf 2,20 Meter Höhe etwa Bierflaschen in Kisten sortieren und kamen dann natürlich ohne Leiter oder ohne Gerüst nicht ran. Wir standen halt auf Bierkästen, die man so im Laden kaufen kann. So. Und ich habe da mal hingeschrieben, ob das alles so klar geht. Vielen Dank für Ihre E-Mail an unser Vertriebsteam, auf die wir heute zurückkommen. Die Themen Qualität und Arbeitssicherheit sind uns im Brauhaus sehr wichtig, wie wir Ihnen versichern können. Das gilt nicht nur für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für Dienstleister, die für uns tätig sind. Eine Einweisung in die Sicherheitsregeln und so weiter ist daher Pflicht. Selbstverständlich ist auch, dass bei allen Mitarbeitern nicht nur in bestehenden Tarifregelungen fallende Mitarbeiter, also auch zum Beispiel bei temporären Einsätzen über Zeitarbeitsfirmen, alle bestehenden Vorgaben mit Blick auf Mindestlohn, Arbeitssicherheit und Versicherungen stets eingehalten sind. Ich hoffe, wir konnten Ihre Frage damit beantworten und so weiter und so weiter. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Brauerei, ja, schön. Viel geschrieben, eigentlich nichts gesagt. Ihr Ansprechpartner vor Ort wird Ihnen mehr sagen können zu diesen Sachen, wenn Sie Fragen haben. Der Ansprechpartner wird natürlich nicht genau benannt. Wer ist da der Ansprechpartner? Qualität sieht anders aus, liebe Brauerei. Wenn irgendwelche Presseleute zufällig zuschauen, ich bin gerne bereit, das mal so richtig auszubreiten, dass man für 9,49 € brutto in der Stunde auf Kisten rumsteigt, ist doch eigentlich ein Unding, oder?